Und damit auch mal wieder von mir ein herzliches Moin und willkommen zur ersten M4uncut-Sendung im neuen Jahr. So langsam sollten die Feiertagsnachwirkungen ja auch bei euch nachgelassen haben und wenn das noch nicht der Fall sein sollte, dann könnt ihr euch gerne ein bisschen zurücklehnen, entspannen. Das machen wir jetzt nämlich auch gerade mit unserem kleinen Überblick über die Sendung heute. Also bis gleich. Und das seht ihr heute, die Basketballjungs von Big und das Bandporträt von Jesters. Ja, wir befinden uns heute hier nicht umsonst in luftiger Höhe, denn passend zur ersten Sendung im Jahr habe ich es Niklas vom letzten Mal gleich getan und befinde mich heute am Platz meiner ersten Moderation. Und das ist nicht irgendwo, sondern auf dem Parkdeck im Doberaner Platz mitten in der Rostocker Innenstadt. In unserem ersten Beitrag geht es mal wieder ein bisschen musikalisch dazu, denn wir waren zu Besuch bei Jesters. Was das ist, beziehungsweise eher was das sind, vier Frauen, eine Leidenschaft, nämlich guter alter Rock'n'Roll gepaart mit so ein bisschen Irrsinn. Und wie das aussieht, beziehungsweise sich anhört, das seht und hört ihr jetzt in unserem Beitrag. Also Film ab! Das sind Jesters. Rockig, wild, anders. Die vier Power Girls bildeten vor 3 Jahren die Rock'n'Roll Band und legten sich seitdem mächtig ins Zeug. Ob am Schlagzeug, der Gitarre oder am Mikrofon, was sie produzieren, wissen sie auch gut auf der Bühne zu performen. Bereits auf sämtlichen kleinen und größeren Locations in komplett Rostock traten die Ladies ins Rampenlicht. Die steigende Popularität merken sie schon deutlich. Also natürlich ist es im ersten Moment erstmal ganz normal. Man macht seine Sachen. Wir sind natürlich auch schon 2 Mütter in der Band. Ich habe schon ein Baby bekommen und unsere Sängerin Anna ist auch schon Mama geworden. Da leben wir natürlich erstmal den ganz normalen Alltag, wie jeder andere auch. Bloß, dass wir dann eben an unseren eigenen Songs arbeiten, uns mindestens 2-mal die Woche treffen, immer zusammen üben, trainieren, neue Ideen entwickeln, auch Ideen für unsere Auftritte entwickeln und die planen. Keine Schnulzen oder Balladen, bei Jesters geht es um einiges härter als bei so manchen anderen Mädelsbands zu. Die tief durchdachten Texte, gepaart mit einem schroffen Gitarrensound und einer Menge Frauenpower, sorgen bei Jesters für einen unverwechselbaren Klang. Ob auf der Hansesail oder auf dem Baltic Open Air, überall rocken sie die Bühne und die Fanzahlen steigen. Aber für die Newcomer-Gewinner ist da noch lange nicht Schluss. Also ein ganz besonderer Höhepunkt dieses Jahr ist unsere kleine Polentour. Im Oktober geht es nach Polen, nach Stargard. Also wir planen auf jeden Fall und wir arbeiten immer fleißig an neuen Songs weiter, haben auch viele Ideen, die wir jetzt erstmal ausarbeiten müssen. Wir wollen jetzt aber auch bald 3 Songs richtig schön aufnehmen, auch als Demo, womit wir uns dann auch für nächstes Jahr bewerben können, für Festivals und so weiter. Und ja, da arbeiten wir ständig dran. Und dann haben wir noch ein eigenes Konzert hier in Rostock geplant. Mit auch einer Special Band, das bleibt noch eine Überraschung, wer das wohl sein könnte. Und mehr verrate ich noch nicht. Für die Frauen ist das Wichtigste die Gruppenkonstellation, der Zusammenhalt. Je mehr sie erleben, desto näher rücken sie zusammen und desto besser ist ihre Leistung. Falls ihr in den Bühnen und Clubs des Landes ihren Namen lest, solltet ihr Jesters auf keinen Fall verpassen. Unser nächster Beitrag hat jetzt nicht so viel mit Musik zu tun, aber dafür mindestens genauso viel Bewegung in sich. Niklas geht fechten, Vivian geht bouldern und ich
stecke mich jetzt nicht in Sportklamotten. Glück gehabt, aber dafür als kleinen Trost tun das die Menschen in unserem Beitrag. Also Bühne frei oder doch eher Spielfeld frei? Schnelligkeit, Ausdauer und Kampfgeist. All diese Voraussetzungen vereint in einer Sportart: Basketball. Was für die meisten entweder nur im Schulsport oder als kleiner Zeitvertreib stattfindet, wird hier mit vollem Körpereinsatz gelebt. Die Jungs der Herren 1 aus der sogenannten Basketball-Interessengemeinschaft Rostock e.V., kurz BIG, trainieren zweimal wöchentlich vor Ort in Rostock-Teutenwinkel. Aktuell unter dem Kommando von Tom. Der ist schon einige Jahre dabei und spielt natürlich neben der Leitung des Teams auch selbst mit. Uns gibt es seit 17 Jahren, hat sich damals einfach bloß gegründet. Es gab immer nur einen Basketballverein in Rostock und man hat mit den Ansichten damals nicht überein. Also man passte nicht zusammen einfach und man hat sich dann gedacht, ja, wir mieten uns einfach eine Halle an, zocken eine Runde und daraus ist dann die BEG Rostock entstanden. Nach kurzer Einweisung geht es dann auch schon ans Aufwärmen. Hier heißt es Körbe werfen und Körbe werfen. Mal spielt der Ball mit, mal eher nicht so, aber genau aus diesem Grund wird bis zur Perfektion trainiert. Das bunt gemischte Team aus Studenten und Berufstätigen versteht sich als eins, auch wenn jeder von ihnen eine andere Motivation mitbringt, die ihn persönlich antreibt. Das ist ganz gut, wenn man jetzt immer noch mit Spielern zusammenspielen kann, die ein bisschen jünger sind und immer noch einen herausfordern und so. Und dass der Körper noch ein bisschen mithalten kann, ist ganz cool. Liebe Basketball einfach, es ist perfekt so dieser Wechsel von Offense und Defense. Also man läuft viel und man hat einfach alle Aspekte drin, finde ich. Also Laufen, Filigranität, also mit den Händen und alles. Gibt es für dich so ein Motto, was du irgendwie für dich hast, wenn du jetzt mal einen Tag hast, wo es nicht so gut läuft, wie du dich trotzdem motiviert kriegst? Also ich mache einfach immer weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das irgendwie zu Herzen geht oder so. Das wird vergessen dann nach dem Training und dann geht's weiter. Dann geht es zum wahrscheinlich anstrengendsten Teil des Tages, den Spielsituationen. Jetzt muss jede Bewegung sitzen, die Taktik funktionieren und die kleinste Schwäche des Gegners entdeckt werden. Die jeweils anderthalb Stunden pro Training werden bis auf die letzte Minute genutzt, um für bevorstehende Matches bestens vorbereitet zu sein. Ausschließlich zu gewinnen ist natürlich unmöglich, dennoch kann das Team schon so einige Erfolge vorweisen. In meinem ersten Jahr, wo ich bei BIG angefangen habe, sind wir gleich Oberligameister geworden. Und in der letzten Saison sind wir in dem ersten Jahr mit unserer Damenmannschaft Oberligameister in MV geworden und die Herren haben es dann auch nochmal geschafft. Soweit der kleine Einblick ins Herrenteam der BIG Rostock. Wer das Ganze selbst mal erleben oder ausprobieren möchte, kann sich im Netz informieren oder einfach vorbeischauen. Dienstags und freitags in der Pablo-Picasso-Straße. Ja, das war es auch leider schon wieder mit unserem kleinen Magazin für dieses Mal, aber jetzt keine Angst haben, denn wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und wenn ihr uns bei Instagram oder Facebook abonniert, dann fühlt sich die Zwischenzeit auch ganz von selbst. Die Links dazu gibt es wie immer nach mir in der Endcard. Ich sag tschüss und bis dann.